Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Elektrowise. Wir befinden uns heute in Landsberg am Lech. Und hinter mir seht ihr das bedeutendste, bekannteste Motiv aus Landsberg. Genau, und zwar durch die vier künstlich angelegten Stufen rinnt das Wasser nämlich in den Lech herunter. Und das, sowie die Altstadt und noch viel mehr, gucken wir uns gemeinsam mit Nas gleich zusammen an. Kommt mit! Zum tatsächlichen Highlight laufen wir jetzt. Das ist nämlich die Altstadt. Die Altstadt soll nämlich total das Mittelalter widerspiegeln und da freue ich mich jetzt schon sehr besonders drauf. Was ich euch aber noch vorher zeigen möchte, ist da oben. Und zwar ist das der Jungfernsprung, nennt sich das. Ungewöhnlicher Name. Warum heißt das so? Weil tatsächlich der Legende nach ein paar Jungfrauen darunter gesprungen sind, weil sie Angst vor dem Krieg hatten. Die sollen aber in den Lech reingesprungen sein. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Mein Gott, Leute, eigentlich hatten wir Landsberg am Lech ja gar nicht auf dem Schirm. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben heute hier. Haben wir meinem Schatz zu verdanken. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von der Existenz dieser wunderschönen mittelalterlichen Stadt. Ja, wunderschön. Wirklich. Und es hat sich sehr günstig ergeben, lag bei uns auf der Route, aber ein Tipp für jeden. Ja, zu Landsberg am Lech können wir sagen, es liegt im Oberbayern, hat 30.000 Einwohner. Genau. Und hat wirklich einen extrem mittelalterlichen Charme. Guckt euch mal diesen wunderschönen Marktplatz hier an. Apropos Mittelalter, die Stadt ist ja damals durch den Salzhandel entstanden. Nur mal als kurze Info. Genau. Ja, hinter mir fängt es schon an mit dem wunderschönen Marienbrunnen. Es sind vier Delfine abgebildet. Jungfrau Maria steht auf einer Weltkugel und vertritt eine Schlange. Aha. Für was das symbolisiert wird, weiß ich nicht. Okay, aber kommt vielleicht in der Bibel vor. Es sieht wirklich wunderschön aus. Ja, toll. Dann direkt das Rathaus. Tut sehr hervorstechen mit seiner wunderschönen Rokoko-Fassade. Mhm. Ist auch wirklich ein Blickfang. Wir stehen jetzt hier vor der Maria-Himmelfahrt-Kirche in Landsberg und ich muss sagen, sie ist ziemlich groß und imposant. Ich bin echt gespannt, wie es innen drin aussieht. Sie wurde im 15. Jahrhundert im spätgotischen Stil erbaut und wurde im 17. Jahrhundert barockisiert. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Und diese Erfrischung haben wir uns sowas von verdient, hier direkt am Lechfall, würde ich sagen schon, ja. Aşkım, wir nehmen nochmal einen Dankeschön an alle, die uns das Eis und alles sozusagen andere spendiert haben. Vielen, ne? lieben Dank für eure Unterstützung. So sieht das dann aus. Und ich sage auch einen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ihr könnt uns gerne weiterhin Unterstützung für ein Eis, für Nas, für ein Cappuccino für mich, was auch immer. Und wie schmeckt es denn wenigstens? Lecker. 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 Frische Lecker. Erdbeeren. Ich meine, dieses Eiscafé ist ja hier auch wirklich sehr, sehr berühmt. Wie heißt er denn? Cortino. Sehr, sehr lecker. Cortina. Aussicht Cortina. Ist super und heute dachten wir uns, nicht mit Kugel, sondern hinsetzen, es genießen. Genau, und es ist auch eine mega Schlange da hinten, oh, könnt ja. ihr ja sehen. Wir haben heute um die 34 Grad in Landsberg und ja, einfach traumhaft. Lecker, lecker, lecker. Hinter mir seht ihr den Schöner Turm bzw. Schmalzturm genannt, erbaut im 13. Jahrhundert. Aber warum nennt man das dann überhaupt Schmalzturm? Weil damals die Marktfrauen mit ihrer Ware an besonders heißen Tagen sich dort darunter gestellt haben. Die haben unter anderem auch Schmalz verkauft und wenn es kühl gelagert worden ist, hat man es natürlich besser verkauft. Und dieser Brunnen hier hat was Besonderes. Hier sind nämlich drei Kinderfiguren zu sehen. Diese drei Kinderfiguren symbolisieren hier etwas. Genau, und zwar das Rütenfest. Das Rütenfest ist ein Kinderfest, was alle 4 Jahre stattfindet und ganze 9 Tage dauert. Wahnsinn! Und die Stadtgeschichte wird halt von den Kindern erzählt dann. Und diese Kinderstiefeln gehören natürlich nicht dazu. Und wie wir es eben euch schon genannt haben, dieses Jahr findet das Rütenfest statt vom 19. Juli bis zum 23. Das erklärt auch die Podeste in der Altstadt. Jetzt haben wir eine Erklärung dafür gefunden. Wer Lust hat und Zeit hat und Kinder hat zu Hause, würde mit Sicherheit hier ein paar schöne Tage verbringen, oder? Mit Sicherheit. Eine Empfehlung. Und es findet ja auch nur alle 4 Jahre statt. Richtig. Also diese Straße hat es mir wirklich besonders angetan. Hier mit den Rosen hier an den Wänden, nicht? Mit den Rosen und die bunten Häuser. Bunten Häuserfassaden, bezaubernd. Es ist wirklich so schön. Und von dieser Seite sieht man dann auch nochmal den, jetzt nicht mehr, aber... Schöner Turm. Genau, den Schöner Turm hat man von hier auch noch gesehen. Also man sagt ja auch, Landsberg wäre halt mindestens genauso schön wie Rothenburg ob der Tauber. Genau. Ne? In der Nähe von Dinkelsbühl waren wir auch schon überall, letztes Jahr übrigens. Hinter mir das Bayertor hier in Landsberg aus dem 15. Jahrhundert und diente damals als Abschluss der Stadtbefestigung von der alten Stadtmauer. Es heißt Bayertor, weil es Richtung Bayern zeigt. Übrigens ist es die schönste und größte Toranlage Süddeutschlands im spätgotischen Stil. Eine kleine Zusatzinfo am Rande. Nachdem man in den 70er Jahren Originalteile gefunden hatte hier von dem Bayertor, hat man sich dazu entschlossen, das Ganze in den Originalzustand wieder zu renovieren. Obwohl die Stadtbewohner danach noch Probleme hatten, das zu akzeptieren, hat man das mit der Zeit aber zu schätzen gelernt. Und man hat gemerkt, dass das so viel originaler und besser aussieht. Und
Wer Lust und Ausdauer hat, kann gerne den Turm besteigen. Es sind immerhin 200 Treppen zu bewältigen. Unter normalen Umständen wäre der Tarek nicht damit durchgekommen. Aber bei dem Wetter und wir haben noch eine lange Strecke vor uns. Ich muss noch 7 Stunden Auto fahren, Leute. Und bei 35 Grad tue ich mir das jetzt nicht an. Aber nur damit ihr eine Idee habt, so sieht das hier aus. Aber es ist schön kühl, Schatz. Sehr kühl. Ich könnte hier jetzt noch stundenlang bleiben. Nein. Und zu guter Letzt wollen wir euch in Landsberg noch was Besonderes zeigen. Hier direkt am Lech befindet sich nämlich ein Gebäude, was einem Privatier gehört sozusagen. Genau. Erzähl mal mehr darüber. Ein Künstler aus einfachen Verhältnissen hat nämlich an Gedenken seiner toten Mutter diesen Turm erbaut und hat es Mutterturm genannt. Und heutzutage wird das sogar als für Hochzeitsgesellschaften vermietet. Sehr, sehr, sehr interessant. Also mittlerweile ist es sogar schon fast eines der Wahrzeichen aus Landsberg und wurde Ende 19. Jahrhundert erbaut. Wahnsinn. Hier schöne Rosen, ein schöner Garten. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Mit Brücken. Schaut mal hier, Leute. Also Wahnsinn. Echt toll. Also ich könnte mir auch diese Location als Hochzeitslocation vorstellen. Absolut, Guck mal, ach, wie schön. Schaut mal hier. Also Landsberg hat uns echt noch viel mehr geflasht, als wir schon dachten, weil auf den Fotos sah es ja schon gut aus, aber mein Gott, auf so einem kleinen Fleck so viele schöne Gebäude. Ja. Märchenhaft. Klasse. Ja, wie aus einem Märchen quasi, ne? Ist wirklich märchenhaft. Jetzt denkst du die ganze Zeit, dass Rapunzel da oben ihre Haare runterhängen lässt. Dein Rapunzel ist hier. Ja, und wenn sich jetzt einige von euch fragen, wo haben wir denn unser Auto geladen, dann habt ihr mit Sicherheit unser Roadtrip-Video verpasst. Mit dem NIO ET5 haben wir nämlich unsere Reise von Köln nach Bayern und wieder zurück nochmal dokumentiert. Und dort in dem Video haben wir nämlich auch gezeigt, wo wir in Landsberg das Auto angeschlossen haben. Wir hatten das Glück, direkt am Lech, sehr zentral, eine Ladesäule gefunden zu haben und hatten das Auto da mehrere Stunden angeschlossen und wir hatten am Ende auch fast 90% im Akku, so dass wir unsere Fahrt gemütlich fortsetzen konnten. Und das Video endet jetzt, wo es angefangen hat, nämlich am Lechwehr. Am Lechwehr. Meine Lieben, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und Landsberg am Lech. Ihr werdet erstaunt sein, was für eine wunderschöne Stadt das hier ist. Ich wette, auch im Herbst würde das hier toll aussehen. Mit Sicherheit. Mit gelben Blättern und alles drum und dran. Die Natur, das, was hier geschaffen worden ist, das ist der Wahnsinn. Hier zum Beispiel der Mutterturm. Genau. Normalerweise sind wir jetzt nicht so geflasht von Neubauten. Aber es ist ja auch im alten Stil gemacht, davon mal abgesehen. Vor allen Dingen aber diese Parkanlage. Alles drumherum. Das ist wie eine kleine Oase mitten in der Stadt. Um abzuschalten. Eine Wahnsinns-Location, wirklich. Und also, da unten gibt es noch ein Café, Restaurant. Ja. Da gibt es Kaffee und Kuchen. Und hier direkt nebenan nochmal dieser wunderschöne Anblick in die Altstadt. In diesem Sinne sagen wir, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Abo freuen. Aber sowas von abonnieren. Ein Like, ein Abo. Und die Glocke aktivieren. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit Sicherheit im nächsten Video wieder. Tschüss.